ist ein Zombie. Da ist eine Truhe. Und hier ist Eisen. Dann hole ich mir erstmal das Eisen aus der Wand. Da vorne waren wir schon. Gucken wir mal in die Truhe. Brot und Eisen. Da ist schon wieder eine kleine Spinne. Seht ihr, die ist halt nur einen Block groß. Und kann deswegen überall hin. Könnte sein, dass die mir jetzt folgt und auf einmal hinter mir auftaucht. Ich mag halt so eine Jumpscares absolut. Kommen wir in Schluchten, scheiße. Das Wasser sieht aber aus, als würde es von außerhalb kommen. Könnte sein, dass wir hier einen Deckendurchbruch haben und dann hier Wasser reinfließt. Ich werde das gleich mal erkunden. Das strömt halt echt in Massen darunter. Kann ich mir gerade spontan nicht vorstellen, dass das... Ja, das kommt von außerhalb. Wo komme ich hier raus? Das ist der Sumpf, bei dem die Bahngleise verlaufen. Dann markiere ich mir den Punkt hier als Einstieg in eine Höhle. Dort ist unser Wachturm. Unser wunderschöner Wachturm. Dann gehen wir da erstmal raus. Dann kann ich, Moine Fresse, wer spammt mich jetzt bei Discord zu? Bin so froh, dass ich die Benachrichtigung deaktiviert habe. Also hier das, der Benachrichtigungston. Das ist einfach nur extrem nervig. Vor allem in der Aufnahme. Weil es dann die ganze Zeit so ploppt. Ich weiß gar nicht mehr, was Discord für einen Ton hat. Braucht man nicht. So. Gut. Hier unten wird immer noch fleißig Kohle gebrannt. Dann nehme ich wieder die Truhen an mich. Und kann man jetzt eigentlich schon Kohleblöcke machen? Nee. Die Kohle an sich schmeiße ich hier unten mit rein, das ist die normale Kohle und die Holzkohle kommt drüben mit rein. Und die Diamanten auf dieser Ebene hier. So, Eisenerz kommt hier noch mit rein. Drops. Da. Okay, dann Brode. Slimebälle und Knochen.
Ah, Flint habe ich ja drüben, genau. Weiß kann ich eigentlich mal hier mit reinmachen. So, ja, sandiges halt. Das ist dann das ganze abgebaute Holz. Cobblestone haben wir noch drüben die Kiste, genau. Diese hier, genau. Okay, die geht auch auf, sehr schön. Seeds brauchen wir erstmal. Ah, halt. Dann nehme ich die Kiste gleich wieder mit. Das Nacht. Da passt die Musik ja auch ganz gut hin. Das ist doch auch dieser Übergang von Tag zu Nacht bei Ocarina of Time, oder? Was ist das denn für eine Kiste? Ach, hier ist auch noch Zeug drin. Ah, da hinten spawnt schon die erste Spinne. Da ist schon das erste Skelett. Creeper, Creeper. Creeper und Spinne, noch ein Creeper. Aber kein vernünftiger Zombie, wie es aussieht. Da ist gerade ein Tintenfisch verreckt. Ne, überall nur Creeper und Skelette. Hier ist nicht mal ein verfickter Zombie, hier ist gar nichts. Schnauze. Also, ich habe wirklich gerade keinen einzigen Zombie gesehen. Da sind zwei. Das ist ein Skelett. Oh, kein Loot. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach, Seeds wollen, genau. Sein, dass da ein Creeper ist. So, hier zocke ich mir da mal ein paar Seeds. Die kommen zu unseren Hühnern vor, dass wir dort immer vor Ort Nahrung für die Hühner haben. Dann können wir die immer direkt vor Ort füttern. Au. So, es kommt erstmal da rein. So, sehr schön. Nichts raus.
Schön. Dann mache ich auch mal die kleinen Felder hier wieder ein bisschen neu. Und ja, damit sind wir auch schon langsam am Ende unserer heutigen Aufnahmesession. Also großartig wird jetzt nichts mehr passieren. Ich werde jetzt nur noch hier die paar kleinen Felder neu machen. Und dann noch unser Inventar wieder aufräumen. Also eben Weed und alles wegräumen und so. Und mir schon mal Gedanken machen, was beim nächsten Mal passieren wird. Ich glaube, ich werde tatsächlich beim nächsten Mal mehr solcher Felder hier anlegen. Die haben doch einen sehr dekorativen Charakter hier im Dorf, finde ich. Und dann werde ich langsam mal auch den Schafstall verlegen. Und unseren Schweinestall auch. Da werde ich dann ein extra Gebäude setzen. Ich werde den Schafstall vielleicht hierhin verlegen. Dann das Gatter dort abreißen und an dessen Stelle kommt dann direkt der Schweinestall. Ich glaube, so mache ich das. Ich habe da nochmal ein bisschen Seeds. Falsche Tür. Diese hier will ich. Noch zwei Drops. Die Tränke kommen noch nicht wieder rein. So. Kommt hier noch mal rein. Holzkohle ist für mich. Ups. So. Ich guck mir dann mal auch den ganzen Spaß noch mal von oben an. Interessiert mich. Oh Gott, ey, ich hätte ihm fast einen mitgegeben. Der hat mich gerade so erschreckt, ja. Kann man von oben jetzt auch mal ein bisschen nochmal planen. Wann ist denn jetzt oben erreicht? Ich habe ja einen vollen Stack Holz verbraucht, ne? So. Also. Da haben wir ja unsere Erntemaschine. Finde ich von oben echt toll, ne? Hier ist das Dorf. Wo haben wir jetzt den Stall eigentlich? Ach da. Die Ställe sind auch so gebaut, dass man die halt von oben auch erkennen kann. Ja, und dann. Obwohl, dort ist einfach ein bisschen klein. Ich glaube, das Feld dort muss ich platt machen. Das Haus hier eigentlich. Ich muss eigentlich das Haus dort entfernen, um an dessen Stelle einen Stall zu bauen. Oder? Ach, hier ist doch auch noch genug Platz. Dann ziehe ich den Weg hier weiter und dann kommt hier ein Stall hin. Genau, da kommen dann Schweine oder Schafe rein. Ich glaube eher die Schafe. Dann wird dort das Gatter weggemacht. Und dann treibe ich die Schweine von dem einen Gatter in das Haus. Baue das dann fertig. Und entferne dann so eine Trennwand, damit dann unsere Schweine auch einen vernünftigen Stall haben. Und hier ist auch noch Platz. Aber hier würde ich eher ein normales Haus setzen als ein Stall. Und da kann auch noch ein normales Haus. Ne, hier wollte ich einen Stall hinziehen. Genau. Ja, dann machen wir das so. Ja, und um den Turm kümmere ich mich noch, wie gesagt. Da vorne die Kartenwand, die muss auch noch vernünftig gebaut werden. Die soll ja ein bisschen breiter werden. Die soll aber auch, ihr seht ja diese Fichtenholzpfosten dort links und rechts. Die sollen auch noch bis nach oben hin durchgezogen werden. Ich hatte da nur kein Holz mehr. Und hier. Diese Dünen stören mich ein bisschen hier. Aber gut, darum muss ich mich wann anders kümmern. Und da vorne, Entschuldigung, kann ich auch noch was bauen. Und ja, zwischendrin immer wieder so eine Felder. Die haben wirklich einen dekorativen Charakter. Ich finde die echt schön.
Gut. Und halt irgendwann eine Stadtmauer. Da muss ich mir aber noch überlegen, wo und wie ich die baue. Hätte so gesagt, hier ist ein Tor. Dann führt die hier einmal um den See rum. Und dann hier oben lang. Genau. Die Mauer führt hier bis an die Kante. Weil dort ist hoch genug gebaut, dass keine Monster übers Feld können. Wäre dann hier vielleicht die Verschalung nochmal ein bisschen größer machen müssen, dass dort wirklich nichts reinkommt. Und dann unten wird hier die Verschalung weitergezogen und einmal um unsere Baumfarm rum. Beziehungsweise die Mauer wird dann so fortgesetzt. Genau, dann geht die Mauer hier so zwischendurch. Zack. Die Baumfarm wird nochmal extra eingefasst. Ja. Das sieht gut aus. Die Planung gefällt mir. Alles klar, gut. Dann machen wir das so. Zumindest hoffe ich, dass ich daran denke, das so zu machen. Und um den Rest kümmern wir uns wann anders. Wir müssen ja außerdem noch einen Weg hinterfinden. Ja, muss alles noch gemacht werden. Gut, aber dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.